Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 Karriere. Wir sind wieder am Start und ich musste mal gerade ein bisschen schmunzeln und husten. Alter, was ist denn jetzt los? So, jetzt aber. Guckt euch mal das hier an. Die Top-Transfers der Sommertransferperiode hier bei uns in der Karriere, und Griezmann und Suarez wechseln für über 90 Millionen zu Manchester United. 85 Millionen bezahlt City für Lewandowski. Was ist denn jetzt los, Alter? Alter, United zahlt mal eben unschlagbare 200.000 für 200 Millionen, so rum, für zwei Spieler. Das ist schon krass. Also ist natürlich nicht unrealistisch, ne? Ich finde, das ist jetzt nicht abwegig irgendwie, aber trotzdem. Das ist schon arg krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Auf jeden Fall. Naja, pass mal auf. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir gucken jetzt mal gerade, ob die Verhandlungen mit dem einen Spieler noch laufen. Ich habe mich jetzt im Off quasi dazu doch entschieden, den einen Spieler da vielleicht doch zu verpflichten. Haben wir den denn hier noch im... Ihn hier, Angebot zurückgezogen. Lass uns mal ein neues Angebot unterbreiten. 6,5 war das, was die wollten. Wir machen nochmal 5 Millionen. Lass uns doch nochmal probieren, ihn zu holen. Denn ihr habt ja gesagt, er kann tatsächlich auch rechten Flügel spielen. Und ich glaube, also ihr wart ja alle relativ angetan von der Mannschaft, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ich glaube, es wäre aber nicht schlecht, wenn wir ihn vielleicht doch noch verpflichten. Weil wir haben halt auf dem rechten Flügel echt fast nichts. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Angebot akzeptiert, sehr gut. Dann hauen wir ihm mal das Vertragsangebot rüber. Er kriegt seine 30.000, die er will. Guck mal, weil ich heute gut drauf bin, kriegt er sogar 30,5. Geil, war. 4 Jahre und wichtiger Stammspieler. So. Wir werden den einfach rechts spielen lassen. Ja, der kann bestimmt auch rechter Flügel spielen. Das ist ja nicht binden, sag ich mal. Scout-Abschlussbericht. Wir können ja mal gucken. Bericht vollständig. Hoppala. Alter, das Mikrofon, ne? So, jetzt aber. Insgesamt 74. Deliktechnik, Schießen, Passen, defensive Mentalität. Ja, wir gucken einfach. Vielleicht kriegen wir ihn ja. Hat einen rechten Fuß. Ja gut, ist natürlich linker Flügel gar nicht mal so schlecht, aber passt schon. Wir haben kürzlich über Magal gesprochen, das hat sich aber nichts getan. Das hat mich sehr nicht gerade glücklich. Ja. Okay, wir quatschen noch mit Marco Rose über sein Gehalt und dann geht's aber richtig los hier. Dann spielen wir das Auftaktspiel gegen Hertha BSC. Jawohl. Wo ist das bei Transfers, die Verträge? Ach ja, hier, guck. Siehste. So. Marco, wo bist du denn? Da ist er. 35 Millionen willst du haben, Alter. 35.000. Ja, leck mich doch am Arsch. Und keine Verlängerung. Also ein Jahr möchte ich dich dann aber mindestens noch haben, mein Freund. Mal gucken, ob er das so annimmt. Ansonsten, tschüss. Da bin ich gar nicht abgeneigt von. Aber ich denke schon, dass er das macht. Soll er ruhig machen. So, Freunde. The time has come. Boah. Also hier sehen wir nochmal unsere Aufstellung. Ich habe echt überlegt, wir probieren es jetzt erstmal so. Ich habe aber echt überlegt, ob wir es vielleicht nicht tatsächlich so machen, dass wir den nicht als Mittelstürmer vorne einsetzen, den Iheanacho, sondern tatsächlich als richtiger Stürmer. Wir probieren es mal so aus und gucken einfach mal, was es wird. Und ansonsten kann man das ja immer noch frei jeglichem Gusto noch ändern. Puh, da fällt mir fast der Controller aus der Hand. Vor lauter Freude. Mal gerade kurz das Mikrofon checken, weil das irgendwie so leise ist, habe ich das Gefühl. Warte mal. Haben wir denn Pegel 73? Ne, das passt aber. Das ist vollkommen... Warte mal. Alter. So. Vollkommen aus. Ich mache mal 74. Ich hoffe mal, das ist gut so. Okay. I'm ready to splash, baby. So. Lasst uns gehen in die Saison, die eine sehr anstrengende wird. Wir tanzen auf drei Hochzeiten. Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Das wird was werden, Freunde. Aber ich freue mich, dass es endlich weitergeht. Das ist wieder Anschluss. Time! Da war den Captain Abraham und unseren neuen Torwart Dragowski und so weiter und so fort. Spielerdebüt stimmt natürlich nicht so ganz. Die haben ja beide schon vor uns gespielt. Aber das passt schon.
Da haben wir, wer ist denn das? Das dürfte Emre Mor gewesen sein gerade, ich weiß es gar nicht. Oh, ich bin so heiß, ne? Ich freue mich voll. Endlich geht's wieder los. Nach langem Transfer und bürokratischem Krams. Jetzt endlich wieder Bundesliga. Emre Mor, Mascarell, Fabian. Guck mal, der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus fürs Erste. Ja, die Flanke ist nicht schlecht, da ist Piazza oder Piaka, ich weiß es nicht. Oder ist Iheanacho? Und das war die erste Chance. Oder die Waldfee. Das ging ja gleich mal richtig gut los. Hier, Iheanacho, zack. Der hätte, glaube ich, sogar gesessen. Also ich weiß, ich meine, der hätte gesessen. Komm hier, auf Iheanacho? Doch nicht, auf Chandler. Schade. Aber erste Chance geht an uns. Das ist wichtig. Vallejo. Immer noch mit der Nummer 3, so wie es das gehört. Und immer noch schön offensiv, so gefällt mir das. Holt ihr den Einwurf raus. Ja, ich will aber lieber, dass ich will nicht, dass er ihn macht. Na komm. Nein, da sollen wir wieder zurückgehen, bitte. Weil Berlin kann kontern. Fabian. Juhu! Oh. Nächste Großchance. Pfosten von Marco Fabian. Eieieiei. Was war das denn? Ah, oh, wie ärgerlich. Schön von Piazza oder Piaka. Muss ich nochmal gucken, wie der ausspricht. Cipka mit der Flanke. Mor kriegt den noch. Komm. Komm. Ja. Schön gemacht. Flanke ist gut. Fabian ist wieder da. Nein. Jetzt aber Powerplay. Und das ist das Tor! Iheanacho! Was war das denn für ein Ding? Schöner Treffer von Kelechi Iheanacho, der Neuverpflichtung von Manchester City. Ist natürlich nur eine Laie gewesen. Aber hier schön den Ball hochlaufen lassen, dann ist Iheanacho da und hebt ihn quasi ins lange Torwart. Und der Torwart kommt da nicht mehr so richtig dran. Guck mal, was der Technik, Alter. Hammer. Und dann lenkt der Torwart den Ball quasi noch an den Pfosten. Alter, der wackelt kurz im Knick und fliegt dann hinten runter. Ihr leckt mich doch am Arsch. War das krass? Das war krass, Freunde. Nice, nice, nice. Na, es geht schon gut los. Gefällt mir. Foso Mensah. Ja, Idee war gut von Fabian. War okay. Ich muss mal gucken, was Piaka für einen Fuß hat. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Piaka. Ich glaube, Piazza wird es nicht ausgesprochen. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Wenn das jemand weiß von euch, gerne in die Kommentare schreiben, wie man den ausspricht. Ob Piazza oder Piaka. Ansonsten muss ich auf jeden Fall mal gucken, was der für einen Fuß hat, für einen starken. Stark von Chandler. Aber Dragowski. Unser neuer Keeper. Der Mann, der das da hinten regeln soll. Und das auch bestimmt gut tun wird. So, Fabian. Schickt Piaka, aber den kann er niemals kriegen. Oder? Nee. Schade. Den kann er nicht kriegen. Wie soll er denn funktionieren? Transfer besteht. Alter, was da in England abgeht, ne? Was da in England abgeht. Ist Wahnsinn. Krasse Sache, krasse Sache. Ich komme auf die Transfers von United immer noch nicht klar. Mal eben. So viel Geld ausgegeben für zwei Spieler, das ist schon krass. Das ist schon heftig. So, Emre Mor, defensiv auch mit dabei. So, natürlich stark. Was? Ach, come on. Was? Alter, das war das erste Foul des Spiels. Der gibt gleich gelb. Zeig mal, war das wirklich so schlimm? Ja. Ja, die Sohle war halt offen, ne? Aber, naja. Kann man machen. Plattenhart. Ne. Wie gesagt, gelbe Karte für Emre Mor. Naja, dann. Wenn der Schiedsrichter sich besser fühlt, bitte. Soll er machen. Und ihr habt ja schon die Kommentare geschrieben, Emre Mor wird nicht für zwei lange Halbzeiten die Power haben. Was haben wir? Mascarell? Ah, shit. Oh! Und Mascarell! Schade. Ja, also wie gesagt, Emre Mor wird nicht für zwei Halbzeiten die Power haben, einfach. Und von daher haben wir natürlich noch Ebel auf der Bank. Der freut sich natürlich auch über jeden Einsatz. Chandler.
Ja, Mascarell, nee, war nicht gut. War nicht gut gespielt. Bats vor Sumensa. Gar kein Problem. Schön gemacht. Ah, das ist, glaube ich, abseits. Piaka. Ja. Ach, kacke. Schade. Schade, schade, Schokolade, wa? Nochmal Daumen her. Juhu. Putz. Fabian. Jenacho, Moem Ramon. Ah, bei Verlust, scheiße. Shidi Shidmanovic. Kalu. Skillbrett. Skillbrett. Ah, komm, komm, komm. Ah, fuck it. Fuck it. Schön. Vallejo. Offensiv ist der Junge, bitte. Hä, hey, warum kommt... Alter, was sind die Pässe denn so fest? Was ist da denn los? Der Passknopf ist voll am Eskalieren. Warum? Egal. Egal, egal, egal. Wir führen 1-0. Es sieht sehr gut aus, was wir hier machen. Bis dahin. Skibret. Skibretovic. So, S-Bein. Jetzt mal Berlin. Aber Utschipka ist da. Utschipka regelt. Utschipka hält auf. Sehr gut. Pass auf, pass auf, pass auf. Vorsicht! Möglichkeit für Berlin durch Petersen, den sie sich scheinbar gegönnt haben. Irgendwann. Jetzt in der Transferperiode sogar, glaube ich, oder? Ah, scheiße, ich dachte, Fosu Mensa läuft da einen hübschen Laufweg. Leider noch. Mitchell Weiser. Zack wird direkt abgelaufen von Piaka. Sehr gut. Also schön zustellen, da den Lachs. Putz. Ah, verdammt. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vallejo lässt da mal einen ziehen. Und im dritten Anlauf hat er ihn dann. Ah, schade. Nicht ideal von Emre Mor. Scheiße, das war dumm, das war dumm. Sorry, sorry, sorry. Das gibt gelb. Das dürfte gelb gegen Chandler. Das war dumm. Dann noch zu grätschen war stupido. So, Duda. Hey, Duda. Zack. Abraham stark. Kein Foul. Ah, oh, Idee von Iheanacho war brillant. Na, wer pfeift denn da gleich? Was ist denn jetzt los? So, Fosu Mensa und Chandler gegen Kalu. Ah, 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 ah. Achtung, Achtung, Achtung. Ne. Fabian, Mascarell, der Pass auf Iheanacho war nicht gut. Shit. Aber er hilft hinten mit, guck mal. Okay. Das passiert leider. Ja, das ist gelb für Abraham von vorhin, ich weiß. Aber das passiert leider, wenn ein Stürmer mit nach hinten geht. In den meisten Fällen zumindest. Der Freistoß allerdings zum Glück. Absolutely no problem. So, Vallejo. Utschipka. Fabian. Iheanacho. Und das ist Mascarell. Aber da ist ja jetzt niemand vor ihm, ne? Ah, ich dachte, Chandler geht da vielleicht mit, aber Mohr macht das klasse. Schön. Flank ist gut. Iheanacho! Freude der Nacht! Schön! Die beiden Neuen. Alter, die beiden Neuen. Emre Mohr. Und Kelechi Iheanacho. Wahnsinn. Der Typ ist zu einem richtig krassen Stürmer geworden. Wir hatten den damals bei Southampton gehabt. Das war, glaube ich, letztes Jahr gewesen. Da war der noch so... Ja, weiß ich nicht. Der hat immer neben das Tor geschossen und so, weißt du? So richtig scheiße einfach. Aber mittlerweile, Alter, echt ziemlich, ziemlich nice. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Dass wir den... Dank natürlich der Community-Kommentare, damals schon hatten. Und der jetzt ein echt guter Spieler ist. 2-0, Führung. Wichtig nur, dass 2-0 vor der Halbzeit gemacht. Das ist very important. Berlin hat absolut keine Chance. Wir überrennen die förmlich.
Das geht zappidi zapp zapp zapp. Natürlich werden wir irgendwann probieren, die Schwierigkeit hochzustellen, ist ja ganz klar. Wenn es zu eintönig wird oder wenn wir absolut ohne Probleme vorne sind auf Platz 1 und schon am 26. Spieltag die Meisterschaft klar machen, so ungefähr, weißt du? Werden wir auf jeden Fall die Schwierigkeit hochstellen müssen. So, Vallejo. Stark gemacht von Vallejo und Dragowski. Und das ist Chandler und das ist Emre Mor wieder. Guck mal, was er kann. Warte mal! Bjarke! Oh Gott, was denn? Schade, ich wollte gerade mal nach hinten liegen auf Iheanacho. Ah, kacke. Okay, Vorsicht, jetzt fehlt natürlich hinten einer. Der Timothy. Wir haben ja zwei Timothys, tatsächlich. So, komm, wir schenken mal Dragowski einen Ball. Ne? Kontakt. Ja, nicht gut. Das war nicht gut ausgespielt von mir, das war scheiße. So, hier. Fosu-Mensah Batz. Holt er sich das Ding. Emre Mor. Kommt nicht dran. Muss natürlich aufpassen, hat schon gelb. Darf der jetzt nicht mehr so arg die Zweikämpfe suchen. Ganz stark. Und Chandler rennt und rennt und rennt. Und, oh, die Flanke war nicht so mega brillant, aber es zählt, dass wir den Angriff versucht haben. Zu Ende zu spielen. Sehr gut. So, was kommt jetzt? Aha. Was schmeißt jetzt aber Gamma? Fabian, was macht denn der Torwart da? Ja, hätte ich vielleicht annehmen sollen. So. Wir haben gleich die 60. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen wechseln. Wir müssen ja Emre Mor nicht gleich verheizen, ne? Ist ja ganz klar. Deshalb bringen wir jetzt Ebele. Wir bringen ins zentrale Mittelfeld bringen wir Moritz Leitner und wir bringen vorne den Sturm. Natürlich. King Hrgota. Wir müssen natürlich anfangen zu rotieren. Ich werde wahrscheinlich im Offscreen so ein bisschen mal Taktikvorlagen speichern. Mit den ganzen Spielern, die wir jetzt auf der Bank haben und so. Und da ein bisschen rumtaktieren, dass wir so 2, 3, 4, 5 Aufstellungen haben, die wir verwenden können. Weil wir werden viel rotieren müssen. Das ist, denke ich, vollkommen klar. Weil wir haben viele Spiele. Fabian. Oh, schade. Aber guck mal, Iheanacho geht hin. Ah. Nein, da habe ich gepennt. Fuck. Achtung, Abraham ab gelb. So, und für Berlin geht's als nächstes daheim in Schalke. Von Sumenza. Und das ist wieder Vallejo. Guck mal, wie weit vorne der Junge ist. Und da unten ist Bjarke. Ah. Ich wollte mal probieren, ob der Rechtsfuß ist. Ich weiß es nicht. Ist der Rechtsfuß? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht Mister 4 Tore. Jetzt von dannen. Kelechi Iheanacho macht Platz für Hrgota. Moritz Leitner kommt. Eberle kommt. Und auch bei Berlin gibt es den nächsten. Lustenberger geht raus. Und Darida jetzt mit von der Partie. Mal gucken, wie sich das jetzt so spielt mit den Spielern. Bei Berlin auf jeden Fall ziemlich unverändert, wie es aussieht. Ist erstaunlich schwach, ne? Ist krass. Stark, Hrgota. Oh nein. Warte mal, Leitner? Hrgota? Oh. Ich wollte mich gerade so umdrehen, weißt du, schön an ihm vorbeigehen. Schade. Abraham und zurück zu Dragowski. Uiuiui. Da stimmte die Abstimmung nicht so wirklich. Das ist ein Foul und das ist die nächste gelbe. Diesmal für Moscarell. Wie er sich am Öhrchen kratzt. Was? Ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Na komm. Oh. Danke. Ah, komm, lass gut sein. Scheiß drauf. War an sich ein wichtiges Foul, muss man machen. Na, ist ja ganz klar. Kannst nichts machen. Und Dragowski. That was very important. So, Hrgota. Oh! Nein, ist abseits. Nicht hingehen. Boah, wäre der drin gewesen? Guck mal, Fabian da im Hintergrund. Oh nein! Der erste wäre gut gewesen. Der zweite dann allerdings mehr als eindeutig im Abseits.
Verdammt ich noch einmal. Muss gerade richtig hinsetzen hier. So. Daran lag's. Leitner. Starker Ballgewinn. Zack. Gotha. Oben. Eberle ist frei. Kein Abseits. Pjak. Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. Europa, wir kommen. Macht euch was gefasst, Freunde. Oh ja. Ganz, ganz stark. Die neuen Treffen. Mal jetzt, zack. Zack. Dann ist es Leitner, der nochmal ablegt. Und Alter, durch die Beine. Durch die Beine von Kraft, Alter. Guck mal. Ups. Boah. Also auch Marco Piaka kann Tore schießen. Schön. Die neuen Treffen? Finde ich super. Finde ich super. Sehr, sehr nice. Feier ich. Hüa. Schlegok. War aber Ball gespielt. Tut mir leid. Und Berlin versucht sich hier gerade noch so ein bisschen vor einer absoluten Katastrophe zu wahren. Aber ich schwöre euch, das wird nichts. Mascarell. Ach, Kacke. Mal gucken, wir müssen Kalu ein bisschen im Auge behalten. Er läuft sich da sehr gut frei. Salomon Kalu. Ah, Foulspiel von Wendler, wollte ich gerade schon sagen. Chandler meine ich natürlich. Der gute alte Timothy. Timothy. So. Nächster Freistoß. Brooks. Brooks probiert sich da. Nee, doch nicht. Boah. Würde ich jetzt so aber nicht als Torschuss werten, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Abraham. Ah, warte mal. Ah, komm, Herr Gotha, du kriegst ihn. Ja, er kriegt ihn! Herr Gotha, komm schon. Ja, ja, ja. Sorry, Berlin. Tut mir leid. Aber auch ein altbewährter trifft. Brani Mehegota. Macht seine Bude. So muss er. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So gefällt mir das. So muss das sein. Und für Berlin... Oh. Ist das... Oh, warte mal. Abraham, aber war okay. Für Berlin ist es doch ziemlich eindeutig. So, Eberl. Der hat ja letzte Saison schon polarisiert gezeigt, was er könnte. Leitner. Ja. Schade. So, nochmal Eberl. Und wieder von Mascarell eingesetzt. Und Herr Gotha. Nein! Ach komm! Ah, oh, brillante Parade von Kraft. Ach, schade. Wir sind nie so ein Tor geschossen, ne? Leitner. Boah. Aber es stimmt nicht. Draft. Stream. Damals. Stimmt, da war so ein Tor dabei. Leitner wieder. Piaka. Ganz stark. Ja. Grande Mia Gotha. Was ist denn hier los? Ich glaube, Berlin hat aufgegeben. Ich glaube, Berlin hat aufgegeben. Warum muss ich auf die Tore da reinschneiden, Alter? Fünfmal. Und Herr Gotha direkt mit dem zweiten. Hinterher zieht er direkt mal gleich mit Iheanacho. Und im Normalfall führen die beiden damit die Tor. Die Torschützenliste an. Ihr nächster Ballgewinn. Leitner. Alter. Komm, wir wollen schon zu Null spielen jetzt. Ja, das ist ein Trainingsball für Drabowski. Mensch, Knicker. Und Eberl. Guck mal, wie offen die da hinten sind. Die haben voll stagniert. Gotha, Leitner. Oh Gott. Boah, der arme Kraft. Die machen ja gar nichts mehr. Die sind einfach instant tot. Ui. Ach, Chandler. Schade.
Was war das denn? Schön, also das ist mein Auftakt nach Mars, ne? Aber ist er noch nicht vorbei, warte mal. Oh. Schade. Schade, schade, schade. So, 4 Minuten sind um. Ich denke, erlöst mir die Berliner. 5:0. Was für eine Demonstration, meine Damen und Herren. Heftigst. Heftigst, heftigst. Ja, lieber King Karim. Da würde ich vor Freude glatt an der Party beitreten, mach ich aber nicht. Sorry. Aber Dankeschön natürlich. Immer wieder. 10 Torschüsse. Geiles Spiel. Richtig, richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Das war vom Start weg einfach Power, weißt du? Nice. Oh, das sieht jetzt toll. Wir checken gerade mal Angebot abgelehnt. Ja, du, ganz ehrlich, wir haben jetzt nicht unbedingt den Drang, ne? Das ist dir hoffentlich bewusst. Also wir können es gerne mit... wir können es gerne mit 31,5 probieren und 4 Jahren. Aber du musst jetzt nicht. Ja? Ist absolut kein Problem. Wie du siehst, wir haben keine Probleme. Ja, sorry. Ja. Ihr werdet alle noch eure Einsätze kriegen, glaubt mal. Glaubt mal. Ach warte, ich muss Training machen, Moment. Ja, dann lass es. Ganz ehrlich. Ist ja nicht schlimm. Muss er ja nicht. Muss er ja nicht. Der Gute. So, pass auf, wir machen ein bisschen Training. Ihenacho, Emre Moore. Ja. Doch, den müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen rannehmen hier, den jungen Mann. Wie gesagt, am besten auch bei den Dingen, die er vielleicht nicht so gut kann. Lass mal Ihenacho noch ein bisschen ran. Schusskraft, Fernschüsse ist gut. Piaka würde ich auch gerne mit rannehmen. Ah, wir haben auch noch Kamara, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben sehr viele Spieler. Hier, Piaka. Wie gesagt, am besten auch bei den Dingen, die er vielleicht nicht so gut kann. Das ist immer ganz gut. Hier, Innenverteidigung. Ich lasse mal die Jungen gerade mal ran. Ja. Und Dragowski darf natürlich auch noch. Wo ist er? Naja, hier ist er. Das ist auch ein echt junger Bursche, ne? Das ist krass. Was haben wir hier empfohlen? Elfmeter parieren, Torwart 1 gegen 1. Easy. So, einmal durchsimulieren und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir hören. Und sehen uns. Also wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.